Herzlich willkommen bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Print, genau. Electric Drive kannst du am Kiosk kaufen und lesen oder eben digital in der Readly-App. Wir wollen euch heute den niegelnagelneuen Hyundai Kona Elektro vorstellen. Wir, das bin ich, der Jan. Und der Jens. Genau so sieht es aus. Auch von mir liebe Grüße aus der Redaktion. Aber Jan, wichtigste Frage vorab. Ja, Jens, ich laufe schon und gucke. Hat der Kona einen Frunk? Ja, einen Frunk. Hat er einen Frunk? Natürlich hat er einen Frunk. Das weiß ich doch. Ich habe schon längst nachgeguckt. Und das ist nicht nur ein kleiner Frunk, das ist ein richtig großer Frunk. Wir haben jetzt hier mal den Ladeziegel reingelegt. Aber im Prinzip passt da natürlich auch das klitschnasse Typ-2-Ladekabel rein. Dieses Video wird euch präsentiert von Zaptec, dem norwegischen Marktführer für intelligente Ladelösungen für Elektroautos. Zaptec bietet smarte Ladelösungen für euer Zuhause, mit denen ihr euer E-Auto ganz einfach ladet. Im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus ein- oder dreiphasig mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung und das Ganze mit 5 Jahren Garantie. Zaptec lädt jedes Elektroauto. Weitere Informationen unter www.zaptec.com/de. Den Link findet ihr natürlich auch in der Infobox unter diesem Video. Und genau das ist der Grund, warum ich einen Frunk so gerne habe. Gerade jetzt, wo es Herbst wird, wieder kälter und nässer, will man das nasse Ladekabel doch gar nicht im Kofferraum transportieren. 27 Liter Fassungsvermögen gibt es übrigens vorne. Sprechen wir nun aber über das Design des neuen Hyundai Kona Elektro. Hyundai ist ganz stolz auf das Tagfahrlichtleuchtband hier, was durchgehend ist. Sie sagen, das ist wirklich ein Highlight. Die meisten Hersteller haben es gestückelt und bei Hyundai geht das durch, auch wenn es hier optisch natürlich gestückelt ist. Wo ich hier schon hocke, geladen wird vorne. Und das ist meine Frage, wo ladet ihr oder wo habt ihr am liebsten den Ladeport bei eurem Elektroauto? Hinten rechts, hinten links, ganz hinten oder hier vorne mittig? Ja, der Hyundai Kona Elektro ist kein Lademeister, ne? 11 kW und die restlichen Daten, die gibt euch jetzt der Jens, zumal wir auch zwei Akkugrößen haben, die ihr wählen könnt. Der Hyundai Kona Elektro misst 4,36 Meter in der Länge. Ohne Außenspiegel ist das Fahrzeug 1,83 Meter breit und 1,58 Meter hoch. Der Radstand wird mit 2,66 Meter angegeben. Bei der Variante mit dem großen Akku liegt der WLTP-Verbrauch mit den großen Rädern bei 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mit den 17 Zoll Rädern sind es 14,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die maximale Reichweite variiert somit zwischen 454 und 514 Kilometern. Die Variante mit dem kleineren Akku schafft maximal 377 Kilometer. 11 kW an AC, mit dem kleinen Akku 74 kW an DC, mit dem großen Akkupaket sind es immerhin 102 Kilowatt. Das ist zugegeben für ein aktuelles Fahrzeug nicht mehr State of the Art. Damit hat Jan schon recht, wenn er sagt, dass der Hyundai Kona Elektro kein Lademeister ist. Werfen wir einen Blick auf die anderen technischen Daten. Jan sagte es bereits, wir haben zwei verschiedene Motorisierungen. Die 115 Kilowatt Variante fährt mit einer Batteriekapazität von 48,4 Kilowattstunden vor. Die hier auch gefahrene 160 kW Version verfügt über eine Kapazität von 65,4 Kilowattstunden. Hyundai setzt weiterhin auf eine Lithium-Ionen-Polymer-Technologie. Die Ladezeit an Schnellladesäulen wird bei beiden Akkus mit 41 Minuten angegeben für 10% auf 80% State of Charge. Der Hyundai Kona ist gewachsen, so wie ich auch, ne? Nicht unbedingt länger geworden, aber ein bisschen breiter. Was ich aber richtig spannend finde, ist, unser steht hier auf den 19 Zöller. Die müsst ihr aber nicht nehmen, sondern es gibt den auch mit 17 Zöllern. Und der Reichweitenunterschied von 17 zu 19 Zoll, der ist echt gewaltig. Spielen wir also einmal die Autoquartettwerte durch. Der Unterschied zwischen den 17 und 19 Zoll Rädern macht sich bei der Beschleunigung auch bemerkbar. Der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h gelingt je nach Radsatz innerhalb von 7,8 oder 8,1 Sekunden. Der Zwischensprint von 80 auf 120 km/h ist innerhalb von 4,4 oder 4,6 Sekunden erledigt und die Höchstgeschwindigkeit der 160 kW Variante liegt bei 172 km/h. Die Einsteiger-Variante braucht für den Sprint auf 100 km/h 8,8 Sekunden, für den Zwischensprint 6,2 Sekunden und ist maximal 162 km/h schnell. Der WLTP-Verbrauch liegt je nach Motorisierung und Ausstattung zwischen 14,6 und 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer.
Das Beste am Kona ist, der wird hier in Tschechien produziert. Es gibt also keine Lieferproblematik, der kann nicht auf dem Ozean verloren gehen, sondern du bestellst ihn, dann wird er hier gebaut. Selbst die Batterie wird hier vorkonfektioniert, sodass du, wenn du den bestellst, auch sehr zügig hast. Unser Testwagen hier, der kommt mit einer elektrischen Kofferraumklappe. Da muss ich erstmal ein bisschen rumfingern, wo ich die denn öffnen kann. Fährt dann schön gemütlich auf und offenbart den Kofferraum. Und der ist gar nicht so klein. Das Kofferraumvolumen variiert zwischen 466 und 1300 Liter. Damit hat er definitiv das Zeug, Familienauto des Jahres zu werden. Auch die Stützlast mit 100 Kilogramm ist beeindruckend. Auch das Dach darf man dynamisch mit 100 Kilogramm belasten und die maximale Anhängelast wird mit 750 Kilogramm angegeben. Die maximale Zuladung liegt ausstattungsabhängig zwischen 350 und 447 Kilogramm. Und wo ich hier am Heck schon knie quasi, dann nur wegen dem Leuchtband. Vorne finde ich das immer gar nicht so doll. Ich weiß nicht, wie ihr das da draußen seht, aber hinten, das kann sich schon sehen lassen. Und ich mag es halt, wie Hyundai immer mit diesen kleinen Quadraten arbeitet. Quadratisch praktisch gut. Zum Fahreindruck kommen wir gleich noch. Alles neu hier im Innenraum. Es gefällt mir auch alles ziemlich gut. Zwei 12,25 Zoll Displays schmelzen hier zusammen. Eins als Fahrerinformationsdisplay, das hätten sie weglassen können, weil ich ja hier ein Head-Up-Display habe. Und das große Infotainment-System, das mag ich besonders gerne, wenn Apple CarPlay darauf läuft oder eben Android Auto, weil das dann so formatfüllend ist und richtig groß aussieht. Aber leider funktioniert das nur kabelgebunden für beide Arten des Betriebssystems. Was mir sehr entgegenkommt, ist die Mitte. Die ist nämlich mir leicht zugewandt. Und was ich richtig toll finde, überall habe ich richtige Tasten hier. Kein Touch, sondern richtige Tasten. Und selbst wenn ich 12 Volt brauche, kann ich drücken und dann springt es auf. Das ist sehr angenehm. Auch das Lenkrad mit echten Tasten versehen. Den Satelliten hier unten zum Wählen der Gangstufe, der mag für den einen oder anderen gewöhnungsbedürftig sein, er ist aber intuitiv zu bedienen. Rundum hier hinterm Steuer fühle ich mich wohl. Auf der Rücksitzbank sitzen kann ich mit meinen 1,80 Meter sagen, dass ich quasi hinter mir sitzen kann, weil der Fahrersitz noch auf mich eingestellt ist. Leider kann ich die Füße nicht wirklich unter den Vordersitz schieben, da bleibe ich irgendwie relativ früh hängen. Aber an Kopffreiheit mangelt es mir nicht und auch wenn ich mich hier bewege im Auto, ist das alles prima. Die zentrale Einstiegsbeleuchtung zeigt uns, wir haben keine Leseleuchten. Das finde ich ein bisschen schade, weil es ja auch eine höhere Ausstattung ist. Die glänzt dann auch mit einer dreistufigen Sitzheizung für die äußeren Sitzplätze. Ne? Und natürlich elektrischen Fensterhebern, die sich sogar hier, die Fenster lassen sich vollständig versenken. Es gibt aber keine Automatikfunktion, fürchte ich. Und somit dann auch kein Einklemmschutz. Dafür gibt es hier eine richtige 220 Volt Steckdose, 250 Volt, zweimal USB-C und eine Mittelarmlehne mit zwei Getränkehaltern, allerdings ohne Abstandshalter. Ja, rundum, das reicht hier für die Kinder im Heck. Die Isofix-Haken hier, die befinden sich direkt hinten zwischen dem Polster. Finde ich eigentlich immer gar nicht so schlecht, weil da kann halt nichts verloren und kaputt gehen. Allerdings haben wir die nur auf den beiden äußeren hinteren Sitzen. Der Beifahrersitz hat nicht so eine Funktion. Das reicht für die Kinder, sagt er. Allerdings möchte ich den fehlenden Einklemmschutz noch einmal ausdrücklich kritisieren. Denn von vorne kann man die hinteren Fenster ja auch schließen und hat dann nicht immer im Blick, was die Kinder in der zweiten Reihe da gerade so mit den Fingern machen. Wir fahren ja hier die 160 kW Version, was ich ganz witzig finde. Auch der kleine Motor hat halt die 255 Newtonmeter. Also dafür bräuchte man jetzt den großen gar nicht kaufen. Wenn ich hier aufs Gas trete, dann beschleunigt der Junge auch ganz gut. Und der große ist eine Sekunde schneller im Sprint von 0 auf 100. Auch wenn ich persönlich das jetzt gar nicht so interessant finde. Ja, nämlich einen realistischen Verbrauch können wir euch hier nicht nennen. Wir sind gerade mal 50 Kilometer gefahren. Da ist der Verbrauch auch relativ hoch, vor allen Dingen, weil ich jetzt hier im Wald durch die schöne kurvige Straße ein bisschen sportlicher fahre, was durchaus geht vom Fahrwerk. Allerdings viel interessanter finde ich, dass er sich auch sehr komfortabel fährt. Wir sind hier über so eine Betonplattenautobahn gefahren. Das kennt man ja. Und das hat er alles schön weggeschluckt. Nun aus der Post-Production kann ich es euch ja noch sagen, dass Jan und Eckart dann am Ende der Produktion einen Verbrauch hatten von 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Am nächsten Tag bei der Fahrt zum Flughafen konnte Jan den WLTP-Verbrauch mit einem Wert von 16,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer sogar unterbieten. Richtige Sparfüchse wählen dann die 17 Zoll Räder und können
kann sicherlich Werte um die 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer realisieren. Aber wie sieht es denn aus in Sachen Geräuschentwicklung? Das Geräuschniveau im Kona Elektro, das ist angenehm, wie man das halt so kennt, von elektrischen Fahrzeugen. Und die Geräusche, die man hört, kann man auch verorten und somit ist zu keiner Zeit unangenehm. Und zu guter Letzt nur mal so fürs Protokoll, jetzt die Beschleunigung hier, wenn ich das Pedal mal durchtrete, das Fahrpedal, das ist okay, das wird auch den einen oder anderen Verbrennerfahrer noch beeindrucken, aber so wir als Elektroprofis nehmen das hin. Es gibt diverse Fahrmodi, kann man sagen, wenn es mehr als drei sind, glaube ich. Eco, Normal, Sport kennen wir alles und dann gibt es noch einen Snow, also einen Winterfahrmodus. Wir kennen das von den Hyundai-Modellen in Sachen Rekuperation. Wenn ich vom Pedal gehe, bleibt das Auto erstmal nicht stehen. Es sei denn, ich aktiviere den iPedal-Mode, dann habe ich wirklich One-Pedal-Driving. Und hier, schaut, komme ich direkt vollständig zum Stehen. Wenn ihr mich fragt, was mir am besten gefällt hier beim Fahren, vom Fahren mal abgesehen, dann ist es auf jeden Fall das Head-Up-Display schön groß. Die Informationen werden ordentlich eingeblendet und sind gut abzulesen. Und das bringt mich mal zu meiner Frage. Ich bin ein großer Fan von Head-Up-Display. Wie sieht das bei euch aus? Ist das für euch relevant? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich aus dem Backoffice und übergebe an unseren geschätzten Jan. Ja. Danke Jens, sag ich schon mal, für deine Arbeit, für den Zusammenschnitt und danke euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt, wie euch der Clip gefallen hat, wie euch der Kona gefällt. Ich lese ja auch immer fleißig hier bei Electric Drive die Kommentare zu meinen Videos. Eckart übrigens hinter der Kamera, winke winke. Und ja, ich verabschiede mich jetzt auch schon wieder. Vergesst nicht, Electric Drive zu abonnieren, da gibt es immer ständig News. Der Jens macht immer so tolle Videos, die solltet ihr nicht verpassen. Gebt dem Video auch bitte einen Daumen nach oben. Das ist so ein bisschen Lohn für unsere Arbeit. Und jetzt vor allen Dingen bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.